Kind war ich sicher, dass im Jahre 1999 der Mond die Umlaufbahn der Erde verlassen würde, um eine endlose Reise durchs Universum anzutreten. 100% sicher, echt. Stattdessen schrieb ich im Jahr 1999 einen Liederzyklus für Stimme und Klavier mit dem Titel Neue Dichterlieben. Natürlich liebte und verehrte ich Schumanns Dichterliebe und gerade deswegen fand ich es so schade, dass so wenige heutige Komponistinnen und Komponisten sich mit Liebesliedern beschäftigen. Liebt man vielleicht einfach nicht mehr? Das kann doch nicht sein. Liebe kann ja alles Mögliche sein. Liebe zu Menschen, zu Dingen, ach, ist das schön, zu Orten oder sogar zu Spirituosen. Geht alles. Schade ist auch, dass heutige Komponistinnen und Komponisten sich so selten mit zeitgenössischer Lyrik beschäftigen. Wahrscheinlich sind die Ursachen dafür im Urheberrecht zu finden. Daher fragte ich 20 zeitgenössische Dichterinnen und Dichter, mir ihre verrücktesten, seltsamsten, sanftesten und schockierendsten Liebesgedichte zu schicken. Ich war sehr froh, dass sie mir alle antworteten. Besiegelte Schamhügel ersteigen? Manche Lieder sind sehr lustig. Manche sind sehr ernst. Oder theatralisch. Sein oder nicht sein. Oder absurd. Eben alles, was mir Freude macht. Und deswegen hoffe ich, dass es Ihnen auch Freude macht, diese Stücke von den Musikerinnen und Musikern aufgeführt zu sehen, die wiederum mir als Komponisten sehr viel Freude gemacht haben. Auf welchem Fuß? Klaus Voswinkel, der eigentlich Romanautor ist, war mir bereits durch seine Kompositionsporträts im Bayerischen Rundfunk persönlich bekannt. Das Gedicht, das er mir auf meine Anfrage hin schickte, war das erste, welches ich für den entstehenden Zyklus vertonte. Noch ungewiss, in welche stilistische Richtung sich diese entwickeln würde. Die besondere Stimmung des Abtastens und sich erst einmal hineinfühlens, verbunden mit der Unsicherheit, ist auch Thema des Gedichts. Daher empfand ich es später als passend, dieses Lied an den Anfang des Zykluses zu setzen. Auf dem Stern.
Tierchen. Mein lieber Kompositionslehrer Wilhelm Kilmeier hatte eine Vorliebe für unkonventionelle und oft schwer zu spielende Ostinati, über denen sich sein melodischer Esprit immer besonders frei entfalten konnte. Als ich diesen Text sah, wusste ich, dass ein solches Vorgehen hier passend sein könnte, weil es zum skurrilen Charakter des Textes gut passte. Bei der Musik stellte ich mir ein sich festklammerndes Wesen vor, das sich quasi in den Geliebten verbeißt. Amelie Sandmann-Mauser, die Frau des verurteilten Sexualstraftäters Siegfried Mauser, war damals richtiggehend beleidigt, dass ich ihr das Lied widmete. Ihr Spitzname ist tatsächlich Tierchen, der von Mauser Urtierchen. Aber aus heutiger Perspektive denke ich, dass das Lied eigentlich gut passt. Ich bin dein Tierchen. Flugkörper. Dies ist ein Gedicht meiner Frau, Andrea Häuser, die mir sehr bei der Auswahl der Dichterinnen und Dichter geholfen hat, weil sie sich unglaublich gut in Lyrik auskennt. Wir waren damals noch frisch verliebt, daher ist das Lied auch ein wirkliches Liebeslied, bei dem ein sinnlicher und durchaus auch erotischer Charakter beabsichtigt war. Jetzt weiß man also, was das Hecheln im Klavier bedeutet. Liebeserklärung. Franz Xaver Krötz ist für seine derbe und direkte Sprache sowie eine gewisse männliche Selbstinszenierung bekannt. Dahinter ruht aber sicherlich, wie so oft, ein weicher Kern, was im Gedicht ja auch thematisiert wird. Daher der rumpelnde und überwältigende Anfang, der sich dann in einen sehr zarten Gesang mit Ostinato auflöst. Thank you.
Überblick's dir gut. Überblick's dir gut. Überblick's. Überblick's dir. Lieg's dir gut. Gut. Überblick's dir gut. Lieg's dir gut. Lieg's dir. Lieg's dir gut. Thank you.
zwei Seiten dieses Liedes sind tatsächlich streng seriell komponiert. Die Töne sollten eine unerbittliche Logik haben, die immer beklemmender wird. Um die Sehnsucht nach Luft zu verdeutlichen, operiert der Gesang hier stets am Limit des Atems. Die Linien sind bewusst unangenehm lang. Dem Hörer soll sich das Schnappen nach Luft richtig mitteilen. Auf den letzten beiden Seiten verwandelt sich das Bedrückende langsam ins Befreiende. Dass das Klavier hier auf den Seiten spielt, symbolisiert für mich ein Auftauchen aus der Tastatur, eine Epiphanie. An den Spieltechniken habe ich damals lange gearbeitet. Ich wollte, dass es immer ätherischer, poetischer und zarter wird. Thank you.
die schreibfaule Brieffreundin. Helmut Krauser spielt eine wichtige Rolle in meinem Leben, als Librettist zweier meiner Opern, aber auch als ein von mir sehr geschätzter Autor, Dichter und Freund. Das Sonett stellte er mir speziell für neue Dichterlieben zur Verfügung. Der Ton bleibt von Krauser bis zuletzt zynisch. Auch das ist eine Liebe, aber eine wirklich sehr enttäuschte, mit Schlangengrube im Herzen. Bei der Vertonung habe ich immer dasselbe melodische Material für die Gesangslinie verwendet, die Begleitung im Klavier ändert sich aber komplett und drastisch. Wie eine Folie, durch die man immer neue und andere Farben sieht, nur dass diese Farben sich zunehmend auflösen. Tote Liebe. Bei diesem Lied hatte ich, vielleicht wegen der Zeile »Die Liebe auf dem Lande«, eine einsame Dorfdisco im Sinn, in der sich zu typischem 80er-Jahre-Bounce-Rock ein paar verlorene Gestalten im Dunkeln bewegen. Ich habe das Gefühl, dass hier von unausgesprochenen Dingen die Rede ist. Zwischen den Zeilen ruht eine beharrliche Grausamkeit, die ich versucht habe umzusetzen. Stille Öen, Fassung. Die Autorin von Stille Öen, Birgit Kempker, hat in einem langen Gedichtzyklus ihre Vergewaltigung durch einen Schulfreund verarbeitet. Da sie diesen teilweise erkennbar machte, klagte der Vergewaltiger gegen die Publikation des Gedichtbandes und in zukünftigen Veröffentlichungen musste er unkenntlich gemacht werden. Heute wäre man vielleicht mehr auf der Seite des Opfers. Für Neue Dichterlieben hat Birgit Kempker eine gekürzte Fassung des Langgedichts erstellt, daher der Titel Stille Öen Fassung. Herz, Vers, Sagen. Albert Ostermeier hat einen telegrammartigen Stil für seine Texte gefunden, den manche als manieristisch kritisieren. Hinter der scheinbaren Nüchternheit seiner Sprache befinden sich aber oft sehr romantische Bilder. Frei nach dem Motto, wo kein Kitsch ist, ist keine Wahrheit von Georg Seeseln, wollte ich es in diesem Lied so richtig krachen lassen und die romantische Geste so übertreiben, dass sie sich selbst ad absurdum führt.
Im Hintergrund dieses speziellen Liedes war auch die Beziehung zu einer bestimmten Frau, die ich kannte, bevor ich meine Frau kennenlernte, die ich als sehr beengend und klaustrophobisch empfand. Das wollte ich in diesem Lied ein wenig ironisieren und mich davon befreien. Deswegen schreit das Klavier am Ende gegen den ganzen Kitsch an, der sich dann in Wahnsinn verwandelt. Ich schmeiße zu.
Coitus. Dieser Text hat mich sofort angesprochen, weil ich fand, dass es unbedingt mal ein klassisches Kunstlied mit der Zeile »Besiegelte Schamhügelersteigung« geben sollte. Der Text ist sehr hart und böse, geradezu zynisch, und das wollte ich mit einer sehr distanzierten und durch den Einsatz der Frisbee geräuschhaften Vertonung verstärken. Es ist ein seltsamer Schattentanz, der hier stattfindet. Vielleicht umkreisen sich die zwei Liebenden hier eher wie zwei Boxer. Thank you.
was so versteigert hieß. Schuldig. Auch dies ist ein Lied, bei dem ich Lust hatte, mit der Tür ins Haus zu fallen. Es eröffnet die vorwiegend humoristische dritte Gruppe von Liedern innerhalb des Zyklus, ist aber selber kein ironisches Lied. Am schönsten finde ich die Zeile: Schwarze Zeichen, versunken in Weiß, widersetzen sich endlicher Deutung. Genau diese Unbestimmtheit, traumverloren, aber hektisch, apokryph, aber geschäftig, wollte ich umsetzen. Diese Liebe fuhr aus allen Folgen mir mitten durchs Herz in die Grube. Ein Winter erwartete am Sitzhaus. Gernhardt hatte immer einen ganz feinen Ton in seiner Lyrik,
die vordergründig humoristisch, aber gleichzeitig auch abgründig und tiefsinnig ist. Eines seiner berühmtesten Gedichte ist »Sonette finde ich sowas von beschissen«, eine Verhöhnung der Sonettform in Sonettform. Diese Art von Humor liebe ich sehr und daher ist auch Schneiden und Scheiden vordergründig eingängig, in Wirklichkeit aber sehr vertrackt. Die Pianistin, der Pianist spielt mit den Fingern so eng, dass es ein bisschen so ist, als würde man Gemüse auf einem zu kleinen Brett schneiden. Ein guter Abend, um Pflaumen zu schneiden, vorausgesetzt, es steht mit euch Wein. Man kann beim Entkern Gefühle erleben, die schlichtweg erleben. Zum Beispiel das nicht allein zu sein, man das Gefühl zu zweit zu sein, so wie die Gewissheit, was immer tut, es wird. Mit wem? Ich bin tatsächlich mit Simon Borowajk, damals noch Simone Borowajk, zur Schule gegangen. Und ich war immer sehr stolz, diesen hervorragenden Autor zu kennen, der im Umfeld von Titanic und Robert Gerhardt die neue Frankfurter Schule erfolgreich fortführte. Sein Gedicht wollte ich so fetzig und urban wie möglich vertonen. Die chromatischen Tonleitern symbolisieren das blinde Vertrauen vieler Menschen in Zahlen und Berechnungen, wie in der Astrologie üblich. Es ist eines seiner ironischsten Lieder des Zyklus. Neues Märchen. Ich fand den Text von Haufs sehr schön, weil er eine bestimmte Dekadenz situativ darstellt. Für mich war speziell dieses Lied ein kleiner kompositorischer Durchbruch, weil ich zum ersten Mal bewusst mit divergentem und zum Teil plakativem musikalischem Material gearbeitet habe. Ich wollte ein Lied schreiben, das in keinem Takt ein typisches neue Musikklavierlied klingt und dennoch ein Lied ist. Ich mag auch die extremen Lautstärkekontraste in dem Lied. Der Schluss mit den einfachen, unentschiedenen Akkorden symbolisiert für mich, dass hinter dem ganzen Protz der Protagonisten nur eine große Verunsicherung und Einsamkeit steckt.
zerfragen. Wir verstehen uns, keine Frage. Wir verstehen uns, keine Frage.
lange vorher hatte ich die Oper Helle Nächte geschrieben, in der auch Geschichten aus Tausend und einer Nacht vorkamen. Daher hatte ich Lust, das Thema etwas performativer anzugehen. Da Scheherazade ja mit der Kraft ihrer Sprache Welten erschafft, wollte ich, dass dies auch in dem Lied ganz konkret lautmalerisch umgesetzt wird und sich die Sprache verselbstständigt. Daher ist auch die Pianistin, der Pianist hier besonders gefordert. Ich liege neben dir danach. Den Text fand ich in seiner Schlichtheit sehr gut für eine poetische Miniatur geeignet. Das Thema einer innigen Vertrautheit und Zartheit geht durch das ganze Lied. Daher schrieb ich die vielen Pausen und das gemeinsame Agieren von Gesang und Klavier, das nur mit kammermusikalischer Vertrautheit gelingen kann. Die Staccati-Akkorde symbolisieren für mich das Gefühl der Leichtigkeit, das sich beim Verliebtsein einstellt. Scheherazade, du hast die Nacht im Haar, der Mond im Wolkenbad ist ein anderer Mond als er war. Lass mich den Tod vergessen und was ich vom Tod gedacht, du hast vom Mond gegessen und zärtlich ist die Nacht. Lass mich lauschen und liegen und in dein Antlitz sehen, wie die Zauberteppiche fliegen und die bösen Visiere vergehen. Sprich und halt nicht inne, die Nächte tausend und ein, tief noch in Sehnsucht und Sinne in deine Geschichten ein. Mein Zeug und Träumen fallen mir hin, durch Tag und Jahr. Es ist ein Wahn in allen und nur die Geschichten sind wahr. Sprich weiter und drehe die Spiegel Ehren und Himmelwärts. Der Morgen steigt in die Lüge, das Licht greift in die Züge, oder rücke liebe sie, mir trostvoll auf das Herz, mir trostvoll auf das Herz, mir trostvoll auf. Don Juan kommt am Vormittag.
Die Komposition dieses Liedes bereitete mir besonders viel Freude. Der Gag ist natürlich, dass im Text nur einmal von Mozart die Rede ist und genau diesen einzigen Takt habe ich nicht wie ein Pseudo-Mozart-Zitat komponiert. Sonst ist das Lied durch und durch von der Musik Mozarts inspiriert. Es sind übrigens alles nur Scheinzitate, also keine echten Tonfolgen von Mozart, aber da ich seine Musik sehr gut kenne, fällt es mir leicht, wie Mozart zu klingen. Natürlich mit dem Dreh, dass quasi jedes Bild im Gedicht komplett anders komponiert wird und es beständig nervös und fahrig wirkt und am Schluss desintegriert. Kleine Insider-Info am Rande. Die Dichterin war zur Zeit der Entstehung des Gedichts heimlich mit Kurt Masur zusammen. Über ihn geht auch das Gedicht. Don Juan kommt am Vormittag, so schrieb er mir. Telegramm, was mich nachdenken ließ, ich hatte den Mond eingeplant und Alba. Das Gedicht Alba gefällt mir besonders. Es handelt von Gedächtnis und Erinnerung. So habe ich eine 88-Tonreihe komponiert. Es kommt also folglich alle Tasten des modernen Klaviers exakt einmal vor. In den letzten Takten läuft diese Reihe dann rückwärts, als würde man eine Erinnerung langsam rekonstruieren. Der Gesangspart dagegen ist ganz frei und melancholisch singend. Endlich sind all die Wanderer tot.
Wissenschaftskranken in ihren langen Schatten am Horizont. Kleine Kose, Worte und Grausamkeiten. Der letzten Nacht. Die Vertonung eines Gedichtes meines Vaters, Herbert Heckmann, der kurz vor Beginn des Projektes verstarb. Die ruhigen Akkorde am Anfang und Ende des Liedes symbolisieren eine Art mystischen Frieden, ähnlich wie in Ives' Unanswered Question. Für mich ist entscheidend, wie aus dieser vordergründig friedlichen und poetischen Betrachtung plötzlich ein unendlich existenzieller Schauer entstehen kann. So erklärt sich der Ausbruch in der Mitte des Liedes. Wenn die Sängerin am Ende nur noch summt und das harmonische Gerüst unaufgelöst bleibt, symbolisiert dies den weiterhin lauernden Schrecken. Rondo Allemagne. Das Lied entstand zu einer Zeit, als langsam schmerzlich klar wurde, dass die lange Abschottung von Ost und West so tiefe Wunden hinterlassen hatte, dass auch die Wiedervereinigung sie nicht heilen können würde, was wir bis heute spüren, Thema Populismus und Rechtsruck. Die großartige Gedichtzeile mit einer Liebe, die mich über Grenzen treibt, bot sich hier als eine Art Refrain an. Das Gefühl der Entfremdung trotz physischer Nähe wollte ich durch die extrem hohe Lage des Klaviers darstellen. Der Gesang liegt dabei, anders als sonst üblich, meist unter der Klavierstimme. Mit dem Refrain kommen dann die hymnenartigen Akkorde, in denen sich die Hoffnung auf ein Miteinander manifestiert. Am Ende bleibt jedoch nur der fragende Ruf und die Stimme. Ich habe die Lieder des Zyklus nicht in chronologischer Reihenfolge komponiert, aber als dieses Lied in Darmstadt entstand, war mir sofort klar, dass es an den Schluss kommt.
plakativ. Die erste Kritik nach der Uraufführung von Neue Dichter lieben war verheerend. Der Musikkritiker ließ kein gutes Haar an den Liedern. Ich empfand es daher irgendwie kathartisch, diese Kritik direkt zu vertonen und zu versuchen, exakt so zu schreiben, wie der Kritiker meine Musik empfand. Der Kritiker hatte übrigens viel Humor. Ich musste ihn viele Jahre später vor der Veröffentlichung bei Sikorski um die Textrechte seiner Kritik anfragen und er verstand sowohl den Witz des Liedes als auch meine Intention und genehmigte die Verwendung seiner Textes problemlos. So sollte es öfter sein zwischen Kritikern und Künstlern. Postskriptum. So gut geklatscht habt und ich zwei Blumensträuße bekommen habe, gibt es eine Zugabe.
Viele Jahre ist es her, da wirkte ich regelmäßig bei einem Liedfestival sowohl als Pianist als auch Komponist mit. Chefin des Festivals war eine Frau, die man als leidenschaftliche Despotin bezeichnen könnte. Will sagen, war man auf ihrer Sonnenseite, war alles wunderbar, war dem aber nicht so, ließ sie es einen auch gerne spüren. Einige Zeit hatte ich auf der Sonnenseite dieser Dame verbracht, aber wenn ich ehrlich bin, hatte ich in diesen Jahren auch immer wieder mal die allgemeine Untertänigkeit zur kahlen Sängerin, so ihr Spitzname von Wilhelm Kilmeier, Gott hab ihn selig, satt. Irgendwann umkreiste ein neuer Planet die kahle Sängerin, ein Pianist, der sich weniger durch flinke als durch grapschende Finger auszeichnete, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall war dieser Pianist kein Mensch, der gerne ein Nein hört, wenn er etwas unbedingt wollte. Und zu diesem damaligen Punkt wollte er vor allem eines anstatt mir Pianist bei diesem Liedfestival sein und mit der kahlen Sängerin eine wunderbare Freundschaft voller gemeinsamer Nutznießerschaft zu beginnen. Die kahle Sängerin, der man Dummheit und Unverstand nie nachsagen konnte, hatte zwar durchaus Zweifel an der pianistischen Befähigung dieses Pianisten, aber durch sein hartnäckiges Entechambrieren und seinem Angebot vieler schöner und für beide Seiten angenehme Querverbindungen war es ihm irgendwann gelungen, tatsächlich Teil des Teams zu werden, was wiederum bedeutete, dass ich meinen Platz räumen sollte. Obwohl es keinerlei Klagen über meine Befähigung gab und ich von Anfang an das Festival mit aufgebaut hatte. In diesem Moment wusste ich, dass ich nur zwei Möglichkeiten hatte. Entweder ich fügte mich dieser Weisung, woraufhin ich mein Rückgrat vom Boden hätte aufsammeln können, oder ich fügte mich nicht, dann war ich aber für alle Zeiten persona non grata bei dieser Sängerin. Ich entschied mich für die dritte Möglichkeit, persona non grata zu werden, aber gleichzeitig sowohl den Usurpator meine Pianistenrolle vorzuführen, als auch der kahlen Sängerin eine Art musikalischen Stinkefinger zu zeigen. So entstand die Idee, das schwachsinnigste, sinnloseste und bescheuertste Stück zu schreiben, das ich hinbekommen konnte. Ein Stück ohne jegliches rettende Attribut der Qualität, ein einziges Fanal der Albernheit und Doofheit, von vorne bis hinten nur Stuss, nichts als Stuss, natürlich gewidmet der kahlen Sängerin. Dieses Stück sollte Die Glocken von Uschi heißen, mit dem Untertitel Eine Goetheade nach Schiller. Es war nämlich irgendwie Goethejahr oder so, man muss ja den Auftrag des Festivals erfüllen. Ich wusste genau, dass ich die mir sehr lieben Sängerinnen und Sänger nicht nerven wollte, da sie ja keinerlei Schuld an der Situation hatten. Daher komponierte ich ihnen einen Part, der sie in keiner Weise stressen würde, den sie selbst im Schlaf vom Blatt singen bzw. hecheln konnten. Für den Klavierpart entschied ich mich, um die begrenzten Möglichkeiten des Usurpators wissend, für simple, einstimmig vorzutragende Kinderliederausschnitte. Da konnte selbst er nichts falsch machen. Und dämlichste Performance-Aktion. Allein ein Originalzitat der zwei schwierigsten Seiten aus dem Forellenquintett konnte ich mir nicht verkneifen, da ich mir genau vorstellen konnte, wie sehr ihn diese ins Schwitzen bringen würde. Die beiden anderen Kollegen wurden auch Teil der Performance, sie mussten aber nicht Klavier spielen, sondern Kuchen essen und Kaffee trinken oder irgendeinen anderen Scheiß. Es handelt sich also bei Die Glocken von Uschi um reinsten Schwachsinn von vorne bis hinten. P.D.Q. Bach ist dagegen wie Dantes Inferno gegen Jerry Cotton. Dies hätte man von den Noten eigentlich auch sofort erkennen können. Da es sich aber um eine hochintellektuelle Liedwerkstatt handelte, ging man davon aus, dass ich mir irgendwas Besonderes dabei gedacht habe. Nein. Und natürlich ließ ich die kahle Sängerin auch über meine wahre Absicht im Unklaren. Ließ bis zuletzt offen, ob ich auch wirklich anreisen würde oder nicht, damit auch ganz bestimmt alle mein Stück üben. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ungefähr eine halbe Stunde vor der Aufführung ließ ich telefonisch verlauten, dass ich mich ganz schlecht fühlte und nicht den Zug aus München nehmen konnte. In Wirklichkeit setzte ich mich aber mit einem schönen Glas Whisky auf meinem Stuhl, schloss die Augen und stellte mir vor, wie all diejenigen, die mich da so gerne ausgebotet hatten oder diese Ausbotung händereibend geschehen ließen, sich jetzt zum Affen machen würden. Es war viel besser, sich das vorzustellen, als es tatsächlich zu erleben, muss ich sagen. Naja, so nun ist es raus. Man möge mir diesen schwachen Moment verzeihen. Immerhin kam niemand zu Schaden. Und außer einer sehr verständnislosen Kritik wurde mir auch nichts Besonderes angehängt. Aber natürlich wurde ich nie mehr zu diesem Festival eingeladen und musste mich nie wieder von der kahlen Sängerin zur Schnecke machen lassen. Immerhin das. Aber solche Sünden verfolgen einen länger, wie es scheint, denn nun wurde dieses Stück tatsächlich von ganz wunderbaren Musikerinnen und Musikern sehr ernst und vollkommen im Sinne des Autors, also mir, realisiert. Zum ersten Mal in meinem Leben höre ich nun also tatsächlich Die Glocken von Uschi und wisst ihr was? Ich finde das Stück eigentlich gar nicht so schlecht. Thank you.
ich spiele gern. Ich spiele gern Klavier, 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 Klavier. Ich spiele gern Klavier. Ich spiele gern Klavier, 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 Klavier. Ich spiele gern Goethe kenne Volkslieder. Goethe mochte Schubert nicht. Goethe mochte keine Volkslieder. Goethe war Geheimrat. Psst. Oshi, 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 Osh